Hey ho, der Vorbootler begrüßt euch zu einer neuen Folge. Wir spielen Minenarbeit bzw. Let's Play Minecraft. Und wie ihr seht, sind wir immer noch in der Amy Winehouse Höhle. Ja, die Kenner zumindest unter euch, die haben das sofort erkannt. In der letzten Folge habe ich hier angefangen, einen Grasgang zu buddeln, habe auch ein paar Fortschritte gemacht, wie man gut sehen kann. Das gucken wir uns gleich in Ruhe an und warum und wieso, ne? Aber vorher habe ich noch eine Kleinigkeit vor in dieser Folge, und zwar wieder leider aus einem traurigen Anlass. Ihr wisst ja, es ist jetzt nicht, zwar jetzt nicht Tradition, will ich nicht sagen, aber zum Beispiel diese Höhle, die Amy Winehouse Höhle, ist natürlich auch so genannt worden, weil an dem Tag, als ich die Folge drehte, die Amy verstarb, und das war irgendwie so mitleidserregend bei mir, dass ich das so spontan gemacht habe, ihr diese Höhle zu widmen, und heute ist jemand gestorben, den ich sehr bewundert habe, und ja, da bin ich wirklich sehr, sehr, also ich finde, es ist jetzt irgendwie ein wirklich großer Teil irgendwie verloren gegangen. Jetzt sind wir den ganzen Zotenreißern, den billigen vom Privatfernsehen, restlos ausgeliefert. Wir haben keine Chance mehr, uns zu wehren, denn Loriot ist gestorben, und vielen Dank, Loriot, für die Herrn Müller-Lüdenscheids und Zicke-Zacke, Hühnerkacke. Ja, ich widme dir jetzt die folgende, Gedenkminute. Gut, dann können wir jetzt mal mit unserer Arbeit weitermachen. Und zwar hatte ich zu wenig Äxte dabei. Quatsch, das sind Hacken. Muss ich mir noch eben nachliefern. Ja, und zwar habe ich das Gras wachsen lassen. Ich wollte es mal hören, ne? Das Gras wachsen hören. Und musste mir natürlich irgendwas überlegen, was ich in der Zeit hier mal so in der Nähe machen kann. Natürlich habe ich erstmal diesen Gang etwas schöner ausgebaut, aber ich habe auch angefangen, diese Höhle noch weiter aufzuschlagen. Das habt ihr ja gesehen. Gucken wir uns das mal an. Ich habe hier also stufenförmig dieses Gras, die Graserde, die spätere, nach oben verlegt, und damit es etwas bequemer ist, eine Treppe daneben gebaut. Da ist es auch schon. Na, obwohl wir hier noch ganz schön weit, also etwa 25 Blöcke noch unter der Erde sind. Hier links neben der Leiter, da geht das so im Zickzack, also irgendein Quatsch, in der Spirale, Spiraltreppe. Geht es so nach oben, ja. Hier habe ich so ein bisschen diese Höhle etwas abgegrenzt mit Zäunen. Ich hoffe mal, das hilft mir auch. Nee, wird es nicht, wenn der von oben kommt, dann habe ich keine Chance. Aber ihr seht es, hier sollte es... Oha! Ich glaube, ich verkrümel mich mal schnell. Hoffentlich kommt ihr mir jetzt nicht hinterhergestiegen. Sollte eigentlich nicht, ne? Okay, also ihr seht das hier einfach wendeltreppenmäßig hoch. Es reicht auch, wenn man hier so diese Kante an Kante macht, die Blöcke. Die müssen also nicht genau untereinander stehen und dann seitlich, sondern es reicht Kante an Kante. So kann man wirklich sehr platzsparend nach oben laufen, mal regelmäßig Fackeln hingehängt. Ja, es ist schon hier angekommen. Ich weiß nicht, hier will es irgendwie nicht weit. Doch, geht langsam und stetig. Ja, irgendwann wird es wohl unten ankommen. Vielleicht erleben wir es ja sogar noch. Das war jetzt hier Fail, das war gar nichts. Nebenbei habe ich nämlich festgestellt, wo man so rauskommt, ne? Ganz nebenbei zufällig, irgendwo habe ich hier noch den Boden angebohrt gehabt plötzlich und sah, dass ich dann hier im Hauptgang bin. Und ja, das habe ich einfach ausgenutzt. Jetzt haben wir hier so eine kleine Abkürzung zur Höhle runter.
Ich laufe mal auch wieder zurück. Können wir da unten weiterarbeiten, etwas beim Aufschlagen der Sachen. Ich muss jetzt allerdings vorsichtig sein, weil ich keine Nahrung mehr dabei habe. Eben war es Nacht, dann sollte ich hier mal eben schlafen. Einfach um den Spawnpunkt zu setzen. Ich weiß nämlich jetzt im Moment gar nicht, ich bin mir nicht so sicher, wo ich den denn hatte. Ist der etwa immer noch auf Station 74? Das ist sehr gut möglich, wenn ich so überlege. Ich glaube, ich habe noch nicht hier im Bett gelegen. Aber nun hat sich das erledigt. Ich hoffe, dass ich auch noch nicht so zu viele Betten hier positioniert habe in meinem Land. Gut, und dann schlage ich mal hier ein wenig weiter diese Wand noch weg. Ist auch schon ein paar Slimes sind hier auch wieder gekommen vorhin mal. Das war auch sehr gut, weil ich schon Befürchtung hatte, dadurch, dass ich das hier so kultiviert habe, würden keine Slimes mehr kommen. Vielleicht mögen die nur Stein oder so. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte längere Zeit keine mehr hier gesehen. Nach den Massen vom Anfang. Und da war ich jetzt sehr skeptisch geworden. Aber Gott sei Dank sind schon inzwischen wieder mehrere Slimes erschienen. So. Ja, was wir mit dem Land machen, das ist natürlich jetzt auch. Ich habe ja die Frage schon öfters mal in den letzten Folgen gestellt. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein großes Problem, wie ich befürchtet habe. Ich denke mal, ich habe mich jetzt da seelisch dazu entschlossen, doch hier in diesem Land zu bleiben. Aber eben, wie gesagt, dann vielleicht eine längere Reise zu unternehmen, sobald Beta 1.8 draußen ist, um in den Genuss der ganzen Neuerungen zu kommen und gleichzeitig nicht alles, was wir hier schon gebaut haben, zu verlieren, ne? Also neue Karte anfangen und wieder von vorne da mit Hütchen und sonst was. Hätte ich jetzt nicht so prickelnd gefunden. Und ehrlich gesagt haben wir das in der Minecraft-Geschichte schon öfters erlebt, dass Karten halt irgendwie ja, erweitert werden müssen, ne, um neue Features zu zeigen. Das ist diesmal ähnlich wie früher. Das sind dann immer diese Stellen, wo man so harte Kanten hat in der Welt. Da, wo neues Land generiert wird. Das wird diesmal auch wieder sein. Man kann alte Karten weiter verwenden. Aber dort, wo man halt neues Gebiet erobert, werden sehr harte Kanten erscheinen, ne? Weil ab sofort dann ab Beta 1.8 die ganzen, ja, der World Generator völlig anders funktionieren wird. Also mit dem gleichen Seed zum Beispiel, den man verwendet, wird trotzdem was anderes rauskommen, ne? Also es ist also jetzt auch nicht möglich, nach einem Seed schon zu suchen, der dann in 1.8 sofort schön funktionieren soll, weil der wird dann anders aussehen. Das war unsere Hoffnung da mit dem Server, dass wir vielleicht jetzt schon mal nach einem schönen Seed gucken. Oh, ist mein Inventar voll? Oh ja. Ja, aber das, tatsächlich. Okay, dann hänge ich übrigens diese eine Fackel vielleicht mal da hinten hin. Oder sonst wohin. Ja, hinten. Na, das können wir uns abschminken mit der Map. Die müssen wir dann halt eben spontan entdecken, wenn 1.8 draußen ist. Boah, jetzt habe ich wieder so Massen von Koppelsteinen, ne? Das ist unglaublich. Das ist immer viel mehr, als man glaubt, hier so einen Raum aufzuschlagen. Das ist irre, ne? Gut, aber ich will hoffen hier, dass Gras für Amy bald ankommt. Und dann können wir uns auch wieder, ja, neuen Aufgaben widmen, sobald wir. Also eigentlich sehe ich ja jetzt schon, dass es klappt. Nur ich möchte halt noch ein bisschen in der Nähe bleiben, damit es dann wenigstens schon mal unten ankommt, vielleicht. Ne? Das ist ja. Das wird ja wahrscheinlich nur funktionieren, wenn man tatsächlich in der Nähe ist. Wenn man sich zu weit entfernt, dann schaltet sich der Chunk ab. Das ist logisch, weil es wird ja viel zu viel Ressourcen verbrauchen. Na, ein bisschen Redstone. Ich bin wirklich erstaunt, dass ich hier noch in der ganzen Zeit, wo wir hier sind, überhaupt keine Lava-Unfälle hatte. Es scheint also hier weit und breit keine Lava zu sein. Ich möchte den Raum auch über früher oder später auch nach oben noch etwas erweitern und auch verschönern. Ne? Also auch die Wände jetzt nicht so komisch lassen. Und natürlich haben wir ja vor, da hier einen Dschungel draus zu machen. Sollte also vielleicht auch ein Wasserlauf rein und sowas. Und viel mehr Grün. Aber
kleiner Cut. Sorry dafür. Ja, sollte alles etwas schöner sein hier, dann Wände noch mehr so auch steinmäßig, also steinmetzmäßig, so ein bisschen bildhauerisch, ja. Verschönern, verfeinern, tun und machen. Das fände ich jedenfalls gut. Da geht nämlich noch einiges nach oben. Da oben ist auch jetzt noch hässlich, wenn ich gerade mal so gucke. Ja, da geht ja noch gar nichts, ne? Also das ist jetzt nicht repräsentativ. Ja. So, das ist natürlich viel Arbeit. Das hilft aber nichts, da müssen wir durch. Ja, das ist Minenarbeit pur. Wie es schon draußen auf der Verpackung draufsteht. Ja, das findet ihr ja nicht überall, dass da irgendwas draufsteht und dasselbe ist drin. Nein, nein, nur wo Minenarbeit draufsteht, ist auch Minenarbeit drin. Ganz offensichtlich. Ja. Ach ja, und den Boden muss ich ja auch noch aufschlagen. Ist das Inventar schon wieder voll? Ja, das hat jetzt keinen Sinn mehr. Wenn das Inventar dauernd voll ist, die Kohle nehme ich mir noch mit, denn die kann ich mir einsacken. Die wird mein Inventar noch verkraften können. Ja. Oh, das ist immer so schön viel, aber das macht jetzt auch nichts. Musste eh alles weg. Ich weiß gar nicht, ich habe das auch blind vergrößert hier. Einfach so, so weit ich Lust hatte, reingegraben und dann, ne, das ist jetzt also nichts Ausgemessenes hier. Ich glaube, das waren, waren das denn so 10 oder 11 Felder? Das sieht ja schon rein noch, ne? Ach, den könnte ich vielleicht jetzt auch mal wegschlagen und dann hole ich mir noch die Kohle hier unten. Ja, vielleicht auch mal noch so eine Fackel lieber nochmal hinstellen, so. Jetzt aber mal nicht zu leichtsinnig werden, so, ne? Wir fühlen uns hier schon so zu Hause und als wäre das unser Schlafgemach, ne? Aber das ist es ja bei weitem nicht. Hier kann jederzeit noch etwas Unerwartetes passieren. Vom Lava-Einbruch bis zum Creeper-Angriff, alles kein Problem. Hui, noch mehr. Jetzt wollte ich auch schon den Bedrock fest weghauen, ja, aber da hätte ich dann jetzt lange hauen können. Wo komme ich denn mal hoch? Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Na, das ist egal, hier komme ich hoch, denn es muss eh weg. Ach, vielleicht nehme ich jetzt auch, dass die Hacke hier noch verschwindet. Das ist dann schön. Obwohl, ja, ich kann das ja nicht. Nee, also, das bringt nichts. Also so viel Material verschwenden möchte ich jetzt auch nicht. Wer weiß, was wir alles noch bauen mit unserem Koppelstein. Also, ich habe da jedenfalls sowieso als alter Sparfuchs ja immer ein Problem mit was liegen zu lassen. Das mache ich nicht so gerne. Das Problem ist jetzt, dass die Kiste auch voll ist. Ah, bis auf ein paar Sachen. Ein paar Slots hier. Das passt da vielleicht auch noch drauf. Nee, 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 nicht wirklich. Hier auch nicht. Nein, 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 nein. Gut, dann nehme ich das noch mit. Und dann renne ich zurück. Pass mal auf, dann lasse ich hier noch ein bisschen Kohle. Da immer so ein bisschen Reserve für Fackeln. Lapis nehme ich auch noch mit. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Und John Redstone, den kann ich jetzt lieber so mitnehmen. Ja, 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 ja. Ich sehe schon. Okay, dann fahre ich nämlich jetzt einfach mal. Ich laufe mal hoch zum Bahnhof. Das machen wir jetzt mal hier über die über den neuen Weg, ne? Nun mach schon. So. Laufen wir mal hier hoch. Und da muss ich noch mal ein bisschen Kiste ausleeren gehen. Inventar ausleeren. Ah, ist schon... Die Kante ist erreicht. Jetzt geht's los auf den Weg nach unten. Ja, ich bin mal gespannt. Ach, ich, das muss ich aber jetzt hier auch mal zumachen. Das geht aber so nicht. Ich renne ja da immer rein. Ne, das ist ja Quatsch. Erde noch ein bisschen. Erde noch hinten auffüllen. Das haben wir da wieder so ein... Die spawnen ja wirklich überall, ja, wo so ein bisschen Platz für die nicht vorhandene Atmung ist. Da stellt sie sich auch rein. So machen wir das jetzt mal. Und dann brauchen wir nur hier rüberrennen. Hier ist auch wieder irgendwas da bestimmt in dieser Kammer. Die hätte ich auch mal besser zumachen sollen. Ach, da ist wieder alles voll da drin. Ach du meine Güte. Da sollte ich auch mal irgendwie was machen, dass das aufhört. Wo renne ich überhaupt hin? So. Jetzt mal keine Panik. Eingestiegen.
Knöpfchen gedrückt und los geht's. Das mache ich immer wieder gerne. Das flutscht. Ach ja, hier im Gang habe ich auch ein bisschen was verändert. Konnte man kurz sehen. Ich hätte auch jetzt nicht wenig Lust, da vielleicht mal ein bisschen weiterzumachen. Und zwar, passt mal auf, kurz mal eben noch das Inventar was leeren. Lalalala. Ja, das kann alles weg, das brauchen wir nämlich nicht. Höchstens, um vielleicht doch nochmal etwas Schönstein nachzulegen. Okay, aber erstmal die Kostbarkeiten in Sicherheit bringen, das ist klar. So, Goldohren, Silberohren, Redstone. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und zwar von dem Holz möchte ich doch noch, da haben wir gar nicht mehr so viel. Birke will ich gar nicht nehmen. Das würde ich am liebsten. Ich nehme mal, guck mal, wie weit ich komme. Ansonsten hauen wir da nochmal, was weiß ich. Ne? Oh, Glas. Huch. Glas, noch mehr Glas. Ach, das war das, was wir für die Mondstation brauchten. Brauchen wir jetzt aber nicht mitnehmen. Wo war denn Erdreich nochmal? Links, ne? Da kann nämlich der ganze Sums hier rein. Ah, viel zu viel Geröll, herrje. Und dann nehme ich noch ein bisschen Schönstein mit. So, noch einen kleinen Stack, so. Ich zeige euch das. Ich möchte im Eisenbahntunnel einfach ein bisschen verschönern. Ach, dafür brauche ich gar nicht das dunkle Holz, glaube ich. Ah, ich möchte hier unter die Decke noch Balken machen. Ja, und vor allem, ah ja, siehst du, das ist nämlich jetzt auch wieder etwas. Das ist jetzt auch wieder etwas. Kommen wir gleich zu. Gucken wir uns erstmal das hier an. Ich habe Knöpfe angebaut an die Türen. Na? So kommt man also hier schön angelaufen, da kann man schön da drauf jumpen. Das geht meistens nicht im Lauf. Aber so irgendwie, ne? Oder man macht die so von Hand auf und dann haut man anschließend noch auf den Knopf oder so. Ja. Ich hielt das für eine gute Idee. Ob es wirklich praktikabel ist, wird sich dann noch irgendwann mal herausstellen. Jetzt möchte ich auf eine Möglichkeit der indirekten Beleuchtung zurückkommen. Die hat mir jemand auch vorgeschlagen. Mir ein schönes Mail geschickt mit ganz vielen Screenshots, wie man sowas bauen kann. Und das fand ich eigentlich ganz liebreizend. Und deswegen habe ich mir gesagt, komm, sowas baust du hier mal hin. Das wird auch mit grün. Und dann müssen wir hier unten das noch weghauen. Ich zeige euch das mal eben. Eng, eng und dann hinter noch eine Lücke. Das muss also alles. Oh, das ist natürlich jetzt nicht schön. Nee, das ist hier dann noch zu früh, denn ach nee, das sieht da gar nicht schön aus. Dann verzichten wir da mal hier drauf. Ja, dann machen wir das hier mal mit der alten Methode. Na, vertan, vertan. Aber hier sollte das jetzt möglich sein. Also, noch einmal von vorne. Und zwar muss dann hier die Fackel hin, die für das Licht sorgt. Kann denn da jetzt das sollte offen bleiben. Ja, dann mache ich das hier schön. So. Holz unten hin. Das Wichtigste habe ich jetzt vergessen, aber das hole ich mir gleich. Ihr denkt euch jetzt sicher auch schon wieder, was ich da wohl vorhabe. Und zwar hole ich jetzt ganz einfach, ich verrate es euch jetzt, Blätter. Immer wenn ich so spannend tue, dann hole ich im Endeffekt Blätter. Das ist eigentlich immer so. Ich denke mal, 32 reichen auch jetzt erstmal. Machen wir das mal so. Und die Blätter, die kommen jetzt davor. Und dann haben wir ein schönes indirektes Licht. Es wird natürlich etwas schummerig. Ich hoffe mal, es wird trotzdem reichen. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, gut, das mache ich dann einfach hier mal. Die ganzen Vorarbeiten schon mal.
erstmal so drei vielleicht, ja, damit es jetzt nicht auf Anhieb zu dunkel wird. Das ist jetzt auch hässlich da, möchte ich natürlich gerne die Wand reparieren. Oh, das war jetzt dumm. Hier noch hin, ja, da die Wand. Und hier. Dafür geht dann immer viel Schönstein drauf. Aber was soll's? Wir haben genug. Wir müssen uns da keine Sorgen machen. Kommt hier so einer vor? Komm mit. Oben auch und dann quer rüber. Da sollte, glaube ich, noch einer mehr, ne? Immer noch über das Fenster, ja. Weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das auch durch den Fußgängergang fortsetzen möchte. Aber so bis dahin, denke ich mal, ist so. Ah, so natürlich nicht. Okay, und Blätter. Hervorragend. Was tue ich hier? Axt habe ich nicht. Ja, dann lieber so, ne? Muss ja nicht sein, dass wir uns jetzt hier das Werkzeug so mit Gewalt zerstören. Och, dann können wir schön weitermachen hier. Damit das mal was wird. So, erstmal grob. Hier kommt einfach eine doppelte Reihe rein. Warum auch nicht? Warum ist das so? Weil da also auch irgendwie doppelt, ne? Ich habe ja wieder nicht gemessen und musste das irgendwie ausgleichen. Ganz einfache Sache. Fackeln? Erst die Fackel, sonst ist das immer so Hüpferei. Holla. Da waren wir schon. Jetzt kommt das Holz und jetzt sehe ich auch, dass es langsam knapp wird mit dem Holz. Wenn wir jetzt auch noch die Decke machen, ne? Oh, die Kohle sollte ich mir vielleicht auch noch holen. Ja, das war's dann mit dem Holz. Sehr schade. Dann müssen wir hochgehen. Müssen wir hochgehen in die Plantage. Warum habe ich denn hier noch keine Blätter hingemacht? Und keinen Stamm? Also. Wir brauchen eine Axt. Und dann hauen wir ja da rein wie mit der sprichwörtlichen Axt im Walde, ne? Wo habe ich denn meine Werkzeuge? Hier. Ach, Äxte auf Lager. Kein Problem. Das sollte sogar reichen. Hier die gute, kostbare Silberhacke lasse ich lieber hier. So, und dann laufe ich mal. Habe ich sonst noch irgendwas? Ach komm, das ist alles nicht so schlimm. Rennen wir mal damit nach oben. Was ist denn da unten wieder für Trottel am oben? Ist auch wieder dunkel, ne? Also komm, dann schnell ins Schlafgemach. Da ist ein Loch im Boden. Ist ja wohl nicht zu glauben. Warum ist da jetzt ein Loch? Weiß das jemand? Ich habe das vergessen. Bin ich da mal lang? Von der falschen Seite habe ich das angebohrt oder sowas? Ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich das jemals gefilmt habe, dass da irgendwas passiert ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Tut. Gut, dunkles Holz. Ich fange oben an. Auch mal ein bisschen so gucken. Alles klar, dunkles Holz. Das ist hervorragend hier an dieser Terrassentechnik. Einfach von oben nach unten runter hacken. Da spart man sich diese ganze Hopserei. Das ist sehr schön. Ist halt eine richtige professionelle Baumschule. Ne? Außer jetzt hier, da habe ich jetzt doch meine Probleme. Ach du meine Güte, da komme ich jetzt gar nicht hoch. Auch nicht von der anderen Seite, da muss ich mal gucken. Jetzt habe ich mich so gefreut. Ja, da komme ich gleich drauf. Wenn ich hier so ein bisschen so einen Sprung mache. Doch nicht so. Ja, aber das klappt jetzt schon gleich. Oder? Doch, gerade eben. Na, so ein Glück. Das war ein großer Baum.
Das war ein sehr großer Baum. Der ist auch sehr schön. Ja, ist wie Weihnachten. Dann suchen wir uns den schönsten aus. Und dann beschmücken wir den mit Koppelsteinen. Ja, und dann bauen wir uns ein Atomkraftwerk. Ja. Dann fallen alle Kühe um. So. Wie viel brauche ich denn überhaupt? Ah, doch eine Menge, ne? Also ich denke mal, nehmen wir die auch noch mit hier. Und dann muss ich ja noch mal aufforsten. Sollte natürlich nicht vergessen werden. Genug Setzlinge sollten wir jetzt ja natürlich bekommen durch diese Aktion hier. Da sehe ich auch schon die ersten. Ja, so wird das gemacht. Prima, ich forste auf. Und dann denke ich mal, geht es in der nächsten Folge locker, flockig, luftig, leicht wieder weiter. Und mit genug Holz in den Taschen. Was war das? Ich guck mal eben. Sah im Moment so im Augenwinkel aus wie so ein Triceratops, ne? Aber gut. Leider nicht. Ja, wunderschön. Schöner Blick, ideal zum Abschluss dieses Videos. Hoffe, euch hat das gefallen und ihr gedenkt auch noch so ein bisschen an Loriot. Und dann würde ich sagen, nächste Folge, was wir so genau machen, ja, keine Ahnung. Machen wir im Tunnel noch ein bisschen weiter, dass das da fertig wird. Ich habe hier noch Ideen. Und Station 74 wartet natürlich auch noch auf uns. Eigentlich wollten wir, glaube ich, nur Material holen gehen, ne? Okay. Wie das so ist mit mir, ne? Von Hölzgen auf Stöcksgen. So, in diesem Sinne, viel Spaß noch. Macht's gut. Ciao.